in ganz Europa ausbreiten. Die Europäer waren ja früher sozusagen das primäre Objekt von terroristischen Anschlägen, die ihren Grund im Nahen Osten gehabt haben. Aber dass diesmal die Vereinigten Staaten, also die große Weltmacht, ausgesucht worden ist, das ist eine ganz andere Dimension. Und dass Mittel eingesetzt worden sind, gekidnappte Flugzeuge, bei denen ja auch noch die Insassen, die Passanten der Flugzeuge ums Leben gekommen sind, das ist eine Dimension, die wir bisher überhaupt nicht gehabt haben und die wird sicherlich diese Welt verändern. Wenn man sich einen solchen Anschlag anguckt oder Anschläge sich auch früher gegeben hat, wie reagieren da normalerweise die Staaten dann darauf, die betroffen sind? Also die versuchen natürlich erstmal ihre angeschlagene Potenz wiederherzustellen, also zu zeigen, dass sie handlungsfähig sind, dass sie reaktionsfähig sind. 1992 bei dem Bombenangriff auf zwei amerikanische Botschaften in Afrika hat ja Präsident Clinton dann mit Raketen nach Afghanistan geschossen. Er hat sozusagen in derselben Münze heimbezahlt, lediglich um zu dokumentieren, dass er in der Lage ist, irgendeine Aktion zustande zu bringen und zu Hause vorzuzeigen, ganz egal, ob diese Aktion etwas am Terrorismus ändert oder nicht. Ich gehe davon aus, dass Amerika diesmal genauso handeln wird, zumal es jetzt in ganz anderer Weise unmittelbar im Zentrum seines Landes betroffen worden ist. Ich rechne damit, dass wir sehr schnell eine große militärische Aktion ablaufen sehen und hoffe, dass, wenn das vorüber ist, man dann auch in Amerika anfängt, darüber nachzudenken, wie man dem Terrorismus wirklich zu Leibe rücken kann. Könnte es denn so sein, dass der Gegenschlag, von dem Sie jetzt da schon sprechen und den Sie als militärischer einstufen, dass der auch in der Dimension weitaus größer ist als das, was wir bisher jemals an Reaktionen seitens der Amerikaner erlebt haben? Also ich meine, das ist natürlich Spekulation, aber ich vermute schon, das wird weit über das Maß hinausgehen, was Clinton mit seinen zwei oder drei Raketen nach Afghanistan gesetzt hatte. Ich rechne schon damit, dass das einen massiven Einsatz von Gewalt geben wird, einfach um eine Reaktion zu zeigen, die dem amerikanischen Volk die Gewissheit wiedergibt, dass es nicht hilflos dem Terrorismus ausgesetzt ist. Denn das ist der Eindruck, der sich natürlich jetzt in den USA geradezu panikartig verbreiten wird, wenn es gar nicht mehr möglich ist, sich gegen diese Art von Terrorismus zu schützen. Was soll man denn dann überhaupt noch machen? Und diesen Eindruck, diesen Pessimismus, diese Angst wird und muss die amerikanische Regierung vorbeugen und deswegen vermute ich, wird sie so reagieren? Üblicherweise ist es ja so, dass dann, wenn die amerikanische Nation als Ganzes getroffen ist, und so muss man das ja wohl auch verstehen diesmal, dass sie dann Schulterschluss zeigt, dass sie zusammenrückt, dass sie dann wie eine Nation dasteht. Könnte das auch in der gesamtweltpolitischen Lage eine Veränderung herbeiführen, dass auch eine gewisse Isolation der Amerikaner eintreten wird, indem sie sich schützen wollen gegen solche Angriffe künftig? Also erstmal wird natürlich werden die Amerikaner jenseits aller Parteigrenzen zusammenstehen wie ein Mann, das ist gar keine Frage. Auch die amerikanische Bevölkerung wird sich solidarisieren mit den Opfern, auch mit der Regierung. Auch das halte ich für richtig. Nein, ich vermute, dass die erste Reaktion die sein wird, dass Amerika sich wieder stärker engagiert, sich nicht aus dem Nahen Osten zurückhält, aber sich engagiert eben mit militärischer Gewalt. Ich schließe auch nicht aus, ich sage noch einmal, unter allem Vorbehalt. Man muss heute Abend ganz vorsichtig sein mit solchen Überlegungen, aber ich schließe auch nicht aus, dass sich Amerika jetzt direkt im Nahen Osten engagiert, um zu versuchen, die Quelle dieses Terrorismus, das ist ja der Nahostkonflikt, um die ein für alle Mal zu verstopfen. Eine ganz andere Frage wird dann sein, ob sich auch auf das amerikanische Vorhaben mit dem Raketenabwehrsystem neue Konsequenzen ergeben. Denn dieser Terrorismus ist ja eben nicht mit einer Fernlenkrakete gekommen, sondern mit einer Aktentasche in einem Flugzeug. Und ich denke, das ist auch, hat auch Folgen für die Strategie der Terrorismusbekämpfung. Jedenfalls wird es sie haben. Schätzen Sie denn die Situation anders ein, dadurch, dass Amerika seit anderthalb Jahren einen anderen Präsidenten hat, der bisweilen auch als etwas unberechenbar bezeichnet wird? Oder sagen Sie, da gibt es so viele Kräfte im Sicherheitsberaterstab des Präsidenten, die wohl überlegt eine entsprechende Reaktion vorbereiten werden? Also es wird sicherlich nicht Präsident Bush ganz alleine sein, der wird die wichtigste Stimme haben, aber er wird natürlich seine Berater haben. Er hat den Nationalen Sicherheitsrat, wo der Verteidigungsminister, der Außenminister, der Chef von FBI vertreten sind.
diese, also das ganze militärische Establishment, das Sicherheitsestablishment wird mit dem Präsidenten beraten, wie die richtige Entscheidung aussehen soll. Aber Präsident Bush hat im Gegensatz zu seinem Vorgänger eine besonders starke Vorliebe für militärische Aktionen. Er neigt dazu, militärische Gewalt für das Nonplusultra, also für das erste und beste Mittel zu halten. Insofern unterscheidet er sich schon von der Clinton-Administration und insofern wird die Tendenz bei ihm militärisch zu reagieren sehr viel größer sein, als es beispielsweise bei seinem Vorgänger gewesen war. Und wenn ich das sage, weise ich nochmal darauf hin, dass selbst Clinton in einer solchen Lage auch, wenn auch relativ zaghaft, militärisch reagiert hat. Ernst Otto Schempel, ganz herzlichen Dank. Bitte. Und wir blicken nochmal zurück auf die letzten Stunden. Matthias Fernandez fasst die unfassbaren Ereignisse in New York zusammen. Chronologie des Schreckens. New York, 10 vor 9 Uhr morgens Ortszeit. Ein amerikanisches Passagierflugzeug Boeing 767 fliegt nach Augenzeugenberichten direkt in den nördlichen Tower des World Trade Centers und reißt ein riesiges Loch in das Gebäude. Doch dann, nur 18 Minuten später, ein zweites Flugzeug nähert sich den Zwillingstürmen und kracht in den zweiten Tower. In Panik springen Menschen aus Hunderten von Metern Höhe auf die Straße. Doch kaum eine Stunde später, nach einer gewaltigen Explosion, stürzen Teile des zuletzt getroffenen Gebäudes ein. Schließlich, eine weitere halbe Stunde danach, auch der zweite Tower bricht in sich zusammen. Regierungsbeamte sprechen schon nach wenigen Minuten von einer Terrorattacke. An Bord der beiden Maschinen befanden sich nach Angaben der Fluggesellschaft American Airlines insgesamt 156 Menschen. Die eine Maschine war auf dem Flug von Boston nach Los Angeles, die andere flog von Washington nach Los Angeles. Bis zu 30.000 Menschen arbeiten täglich im World Trade Center. Die Behörden gehen davon aus, dass Tausende von Menschen Opfer der Katastrophe geworden sind. Ja, und nicht nur New York wurde von Anschlägen heimgesucht, auch in Washington gab es einen Anschlag, und zwar auf das Pentagon. Dort ging eine Bombe hoch. Rauch quillt aus dem Pentagon-Gebäude in Washington. Kurz nachdem die zwei Flieger ins New Yorker World Trade Center gerast waren, gab es auch hier eine heftige Explosion. Ein Teil des Gebäudes stürzte später ein. Augenzeugen berichten von einem Flugzeug, das neben oder auf dem Gebäude niedergestürzt ist. Das Verteidigungsministerium wurde evakuiert, auch das Weiße Haus und weitere Regierungsgebäude. Ob sich Vizepräsident Cheney und Verteidigungsminister Rumsfeld noch in den Gebäuden aufhalten, ist nicht klar. Im Krisenzentrum des Weißen Hauses ist auch ein Bunker. Möglicherweise befinden sie sich dort. Zugang zum Regierungsviertel hat derzeit niemand. Bewaffnete Sicherheitskräfte haben das ganze Gebiet abgeriegelt. Wir sind jetzt mit Roger Honnet in Washington verbunden. Roger, gibt es denn inzwischen irgendeine Reaktion der amerikanischen Regierung oder steht die immer noch aus? Die steht immer noch aus. Man beschäftigt sich hier mit zunächst einem Überblick über die Situation, denn die Meldungen häufen sich, sie überstürzen sich. Es gab eine Warnung, dass ein weiteres Flugzeug sich im Anflug auf Washington befinde. Inzwischen, wenn man hier aus dem Fenster schaut, sieht man die Kondensstreifen von F-16-Abfangjägern, die über Washington kreisen. Also von daher ist auch die Luftwaffe hier in höchste Alarmbereitschaft gesetzt worden. Man hat Flugzeuge gestartet, um hier für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Das ist das eine. Vor dem Washington Monument sind, nachdem dort die Menschen evakuiert wurden, zum Teil Touristen, die überhaupt keine Ahnung hatten, was passiert ist, inzwischen Scharfschützen aufgezogen. Alle öffentlichen Gebäude sind evakuiert worden. In der Stadt herrscht ein grandioses Chaos, muss man schon sagen. Die Polizeiautos, die Feuerwehrautos, die Krankenwagen sind unterwegs. Denn das Pentagon, das Verteidigungsministerium, liegt ja nicht direkt in Washington, sondern über der Brücke Virginia, im Vorort Arlington. Und dort hat es zahlreiche Schwerverletzte gegeben mit Brandwunden, die hier in die mit Brandzentren ausgestatteten Hospitäler gebracht werden. Also von daher, wir können die Zahl der Verletzten und Toten nicht abschätzen, aber aufgrund der Krankenwagen, die sich hin und her
bewegen, kann man sicherlich von Hunderten sprechen, die betroffen sind. Und aus den Krankenhäusern erfahren wir hier zur Stunde, dass viele der Menschen sehr, sehr ernsthafte Brandwunden haben und hier buchstäblich um ihr Leben ringen. Auf der anderen Seite ist es so, dass inzwischen